Hallo Jena, die heutige Freitagsbotschaft beginnt mit dem lieben Geld. Es hat in dieser Woche einige sehr gute, sehr positive Bewegungen gegeben, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, die den Kommunen sehr gut tut, den Kommunen stark helfen wird. Wir haben erlebt, dass der Bund ein immenses Rettungspaket auf den Weg gebracht hat, Konjunkturprogramm, in dem bei den 130 Milliarden, um die es da geht, auch 6 Milliarden Entlastung für die Kommunen beinhaltet sind, die gezielt in das Auffangen der wegbrechenden Gewerbesteuer auch gelenkt werden soll. Wir wissen noch nicht genau, wie die Verteilung geregelt werden soll. Es gibt da ja auch die Ansage des Bundes, dass die Länder sich anteilig da beteiligen sollen, sodass das ungefähr hälftig laufen wird. Also wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie der Bund die Verteilung auf die Bundesländer und in die einzelnen Gemeinden dann regelt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Jena gemessen an der bundesweiten Gesamtheit in etwa 1 Promille ausmacht, dann können wir wohl damit rechnen, dass in Größenordnung von 6 Millionen Euro aus diesem Teilpaket bei uns ankommen werden. Das hilft natürlich sehr. Dann heute, wahrscheinlich gerade jetzt in diesen Minuten, berät der Landtag abschließend über das Hilfsprogramm des Landes, das Soforthilfeprogramm. Die 185 Millionen für die Kommunen, die da in Rede stehen, werden, hoffe ich doch sehr, sehr wahrscheinlich heute beschlossen. Das ist ein Paket, das sich teilt in zwei ungefähr hälftige Teile. 100 der 185 Millionen sind ganz gezielt für den Ausgleich wegbrechender Gewerbesteuern gedacht. Das hilft uns in Jena am allermeisten, weil wir hier unseren Haushalt zu einem sehr, sehr großen Anteil aus der Gewerbesteuer finanzieren, weil wir eben wirtschaftlich sehr, sehr stark aufgestellt sind. Da werden von den 100 Millionen etwa 8 Millionen wohl bei uns ankommen. Dann gibt es aber auch noch einen zweiten Teil dieses Programms. Die 85 Millionen gehen in die Schlüsselmasse. Da hat die Verteilung eine andere Logik. Also das ist ein anderes Ziel, das man damit verfolgt. Das unterstützt uns bei der wegbrechenden Gewerbesteuer nicht direkt. Da kommt deswegen auch deutlich weniger bei uns an. Die Schlüsselmasse ist eigentlich ein Umverteilungsmechanismus, wo die starken Gemeinden und Kreise, die starken Kommunen, die etwas schwächeren, wirtschaftlich etwas schwächer aufgestellten, unterstützt. Da werden 80% der Unterschiede ausgeglichen über diese Schlüsselzuweisungen. Aus dem Topf bekommen wir daher vergleichsweise wenig, wohl so um die 2,5 Millionen. Macht zusammen 10,5. Was wir jetzt wissen, da wird man noch genauer nachrechnen müssen, aber in der Größenordnung wird es wahrscheinlich sein. Das ist ein guter Schritt, ein wichtiger Schritt und dafür bin ich dem Land sehr, sehr dankbar. Zum einen, dass es nicht bei den ursprünglich geplanten 50 Millionen geblieben ist, sondern auf 185 angehoben wurde und vor allen Dingen auch, dass es so schnell ging. Das ist wirklich gut und das hilft uns. Klar sein muss allerdings auch, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, uns aber noch nicht ans Ziel bringt. Die Lücke, die wir haben und die wir schließen müssen, ist größer als das. Und deswegen gehe ich davon aus und hoffe, dass auch das Land da noch weitere Schritte in die gleiche Richtung unternehmen wird. Ich verstehe, dass man das nicht alles in einem großen Schlag tun wollte oder tun konnte. Aber ich gehe davon aus, dass es unumgänglich ist, da noch weitere Schritte folgen zu lassen. Denn rechnen wir es mal kurz zusammen, nur aus unserer Sicht. Uns fehlen 50 Millionen allein dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es ähnlich aussehen. Wir bekommen angenommen 6 Millionen vom Bund, 10,5 Millionen vom Land, sind 16,5. Wir tragen selbst durch unsere beiden Haushaltssperren 10 Millionen zur Konsolidierung bei, sind wir bei 26. Man wird schauen müssen, wie zum Beispiel die Ansage des Bundes auch die Kosten der Unterkunft für die Kommunen stärker zu übernehmen, als das bis jetzt der Fall war. Da stehen 4 Milliarden in Rede. Wenn man die gleiche Verteilungslogik annimmt, 1 Promille etwa, dann würden hier ungefähr 4 Millionen bei uns ankommen. Dann wären wir ungefähr bei 30. Es bleiben aber dann immer noch 20 Millionen Defizit, 20 Millionen Lücke, für die wir keine Lösung haben und für die wir auch innerhalb der Stadt selbst keine Lösung finden können, weil die allermeisten Aufgaben, die wir als Stadt wahrnehmen oder auch in unserer Funktion als Kreis, kreisfreie Stadt, ja, Pflichtaufgaben sind. Viele davon vom Land auf die Kommunen runterdelegiert, die wir im Auftrag des Landes für das Land ausführen und dafür eine Finanzierung bekommen. Aus diesen Aufgaben kommen wir nicht raus. Der sogenannte freiwillige Bereich macht nur etwa 10% unseres Haushalts aus. Das wären dann so um die 30 Millionen. Selbst wenn man das komplett streichen würde,
kämen wir noch nicht auf die 50 Millionen, die wir brauchen oder die uns fehlen. Und wenn man sich das vorstellt, das komplett zu streichen, ist natürlich völlig gaga. Das kann man nicht machen. Man kann nicht die ganze Kultur, den ganzen Sport, die Unterstützung im Sozialbereich, im Bildungsbereich, alles, was an freiwilligen Aufgaben da ist, wegnehmen. Damit würde man die Welt zerstören, in der die Menschen hier leben. Insofern ist es schlicht nicht möglich, diese 20 Millionen wegzusparen. Das brauchen wir vom Land. Das Land ist allerdings auch verfassungsmäßig in der Pflicht, die Kommunen für die Ausübung ihrer Aufgaben auskömmlich zu finanzieren. Und da gibt es jetzt zwei Wege. Ich würde mir wünschen, und diese Forderung hat auch der Gemeinde- und Städtebund übernommen in seiner Reaktion auf das jetzt Mantelgesetz, das heute beschlossen werden soll, das Land möge doch eine Art Patronatserklärung abgeben, in der beinhaltet ist, dass das Land für, so die Forderung, 80% vom 100 der Mindereinnahmen und Mehrausgaben Corona-bedingt gerade steht für die Kommunen und das übernimmt. Damit wären wir aus dem Schneider, damit ließe sich diese Lücke schließen. Wenn das Land das nicht tut, und danach sieht es im Moment nicht aus, sind wir gezwungen, einen zweiten Weg zu gehen, dann müssen wir Bedarfszuweisungen beantragen, also den Antrag ans Land stellen, uns diese Lücke auszufinanzieren. Das bereiten wir gerade vor und das führt zum zweiten Thema, das gerade hier lokal in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wird, die Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer. Das bereiten wir als Stadtratsbeschluss für den Juni-Stadtrat vor, nicht weil wir das wollen. Auch Benjamin Koppe, der Finanzdezernent, erklärt das ausdrücklich, dass wir das nicht politisch wollen, sondern weil wir es müssen. Wenn wir diese Bedarfszuweisung beantragen müssen, wenn es den anderen Weg über die Patronatserklärung nicht gibt, dann ist davor eine Verwaltungsvorschrift gesetzt des Landes, an der wir nicht vorbeikommen. Bevor wir diese Bedarfszuweisung beantragen können, müssen wir den Hebesatz bei der Grundsteuer, also für diejenigen, die Grund und Boden besitzen, auf einen Mindestsockel anheben. 527% sind das, glaube ich. Im Moment stehen wir bei 495. Wenn wir das nicht tun, können wir die Bedarfszuweisung nicht beantragen. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Das ist keine schöne Situation, gerade jetzt in Krisenzeiten, wo wir ja die Wirtschaft eigentlich unterstützen wollen und auch die Familien, die Privaten, da an der Steuerschraube zu drehen. Aber noch einmal, wir tun das nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir es müssen. Mein Wunsch wäre, das ist in Richtung Landespolitik gespiegelt, dass man diesen Passus aus der Verwaltungsvorschrift rausnimmt. Man hat das Gleiche 2018 schon getan, vor Corona, mit der Gewerbesteuer, wo es eine ähnliche Regelung gab. Das wäre auch in Friedenszeiten, zu Normalzeiten, eigentlich nicht durchhaltbar gewesen. Und das gilt jetzt zu Corona-Zeiten auch für die Grundsteuer. Denn die Regelung hat in Normalzeiten schon ihre Berechtigung, dass Kommunen erstmal alle anderen möglichen Einnahmequellen voll ausschöpfen müssen. Aber jetzt in der Krise, wo praktisch jede Gemeinde diese Bedarfszuweisung beantragen muss und das damit zum Allgemeinfall würde, ist diese Regelung eigentlich nicht zeitgemäß. Und ich würde mir wünschen, dass die aufgehoben wird. Momentan gibt es sie aber noch. Und dann kommt als Zweites hinzu, dass wenn wir das wirksam noch für 2020 machen wollen, wir das ist eine weitere Regelung, nur bis Ende Juni tun können. Das heißt, wir könnten das nur noch in der Stadtratssitzung im Juni machen. Deswegen auch der Zeitdruck. Und deswegen jetzt die so ein bisschen holterdiepolter geführte Diskussion dazu in der Öffentlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass es nicht nötig wäre. Es ist aber nötig. Deswegen machen wir diesen Schritt jetzt. Und es besteht aber die Hoffnung, dass es vielleicht nachträglich wieder zurückgenommen werden kann, wenn sich auf Landesebene die Dinge noch ändern lassen. Dann abschließend noch ein kleiner Blick über das, was sich diese Woche alles zum Positiven geändert hat im Bereich der Wiederöffnungen. Wir kommen ja Schritt für Schritt und in vielen Teilbereichen des täglichen Lebens immer weiter an den Punkt, dass wir in einer zwar neuen Normalität ankommen, aber eben doch wieder zurückfinden zu so etwas wie Normalität. Es gibt eine Reihe von Dingen, die in der Frage, dürfen wir schon öffnen, dürfen wir noch nicht öffnen, Einzelfälle gewesen sind, wo es Zuordnungsfragen gab und dann auch sehr komplexe Regelungen dahinter in den Verordnungen des Landes, wer denn nun aufmachen darf und wer nicht. Ich will mal zwei Beispiele rausgreifen. Ein Beispiel ist die Kartbahn, bei der zunächst mal entschieden werden muss, ist das jetzt eine Freizeiteinrichtung oder eine Einrichtung des Sports? Und dann innerhalb des Sports immer noch die Frage, welche Art von Sport ist das denn? Ist es Breitensport oder ist es organisierter Sport? Und das war eine Frage, die nicht ganz leicht zu klären
Klärung war rechtlich, aber nicht auf unserer Seite, sondern wie ist denn da die Verordnung des Landes zu verstehen? Und die hat eben geregelt, dass Sport allgemein noch nicht möglich ist, dass aber Vereinssport, organisierter Sport schon wieder geht. In der letzten Woche jetzt, in der zurückliegenden Woche. Die Frage, ob man das noch früher öffnen konnte, haben wir versucht, positiv zu beantworten und haben gefragt, die Kartbahn, wie ist denn das? Habt ihr Vereine, die bei euch das machen? Dann könnte man das zulassen. Es gibt wohl solche Vereine, aber die fahren nicht auf dieser Bahn. Und für den normalen, regulären Sport ging es eben noch nicht zu öffnen, weil Sport noch per Landesverordnung untersagt war. Und so differenziert, diffizil sind manchmal die Hintergründe. Das sieht man nach außen immer gar nicht, wie viel Überlegungen dahinter stecken und vor allen Dingen, wie viel oder auch wie wenig wir selbst als Stadt dort steuern können. In dem Fall ist es jetzt zurückgefallen auf die Regelung des Landes, dass ab dem 1. Juni, real nach Pfingsten, ab dem 2., ab dem Dienstag, die Kartbahn dann wieder öffnen durfte. Das hatte aber nichts mit Entscheidungen auf unserer Seite zu tun. Vor allen Dingen konnten wir es nicht beschleunigen. Zweites Beispiel, Planetarium. Ist das jetzt eine Einrichtung für Bildung oder eine Einrichtung für Freizeit, Kultur? Und je nachdem entscheidet sich, ob schon geöffnet werden darf oder nicht. Da haben wir eine Einzelfallregelung gefunden als Stadt, sodass das Planetarium ab dem 9. Juni wieder öffnen darf. Das ist aber viel, viel Arbeit dahinter in solchen Einzelfällen, um das zu klären. Wir haben das immer versucht, möglichst positiv auszulegen für diejenigen, die schon wieder öffnen wollen. Die Kitas, die Diskussion hatten wir letzte Woche, da hatte ich Ihnen berichtet, dass es sehr, sehr schwierig für alle Betroffenen ist. Die Regelung, die wir finden mussten, dass wir ein Minimum an 7 Stunden Betreuung fordern. Mehr können wir nicht garantieren. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass mehr als die Hälfte der Kitas sogar 8 Stunden anbieten können. Aber das sind dann jeweils die Leistungen der Teams und der Träger in diesen jeweiligen Einrichtungen. Das muss man denen zugutehalten, dass sie in der Lage sind, 8 statt nur 7 Stunden anzubieten. Einfach zu verordnen wäre schwierig. Schulhöfe. Wir hatten vor Corona ja die Regelung, dass einige Schulhöfe sogenannte offene Schulhöfe sind, also jenseits der Zeiten, wo die Schulen selber sie nutzen, als Spielplatz genutzt werden können, auch durch die Öffentlichkeit. 2 davon können wir jetzt wieder öffnen, nämlich den an der Nordschule und den in der Karl-Marx-Allee 7 in Lobeda West. Die werden wieder geöffnet. Weiterhin geschlossen bleiben müssen wegen der Verordnung des Landes die Bolzplätze, weil das Sporteinrichtungen sind. Das ist mitunter schwer zu vermitteln, dass direkt neben dem Spielplatz, der offen ist, der Bolzplatz, der genauso bespielt werden könnte, geschlossen bleiben muss. Aber es ist einfach so, weil die als Sporteinrichtungen gelten und da kommen wir als Stadt auch nicht dran vorbei und können nicht so sagen, Pi mal Daumen, wir sehen das jetzt einfach mal nicht so. Gastronomie, das haben Sie vielleicht heute in der Zeitung gelesen, gibt es die Öffnung ja schon seit einiger Zeit jetzt. Jetzt aber auch noch eine Neu- oder Wiedereröffnung, auf die ich Sie auch gerne hinweisen möchte. Die Distelschenke am Jensigfuß hat eine neue Objektleiterin gefunden und macht dann jetzt wieder auf und freut sich, genau wie alle anderen Gastronomen, natürlich weiterhin über regen Besuch. Und das, auch wenn es in Wiederholung zur letzten Woche ist, dann mein Hinweis und mein Appell an alle Beteiligten in Richtung der Akteure, vor allem im Bereich Gastronomie, aber auch breiter gefasst, werbt um eure Kundschaft, sprecht sie an. Die beste Hilfe ist, wenn die Kundschaft hingeht, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, und vor allen Dingen, beklagt nicht die Regeln, die jetzt in der neuen Realität gelten müssen, zum Beispiel Kontaktdatenerhebung, sondern erklärt eurer Kundschaft, warum das nötig ist, welche Vorteile das hat, nämlich dass man dann nicht schließen müsste, eine ganze Branche, wenn wieder Fälle hochploppen. Verweist vielleicht auch auf andere Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, wo sogar die Landesdatenschutzbeauftragten oder die Landesregierung selbst positiv mitwirkt an der Frage, wie kriegt man es denn datenschutzkonform hin und nicht so sehr die Frage in den Raum stellt, Datenschutz und wir wollen das nicht, dass die Daten hinterlassen werden. Das ist möglich. Wir haben als Stadt Jena in Richtung Land den Gedanken gespielt und den Wunsch, dass man Datensparsamkeit walten lässt, also dass nicht jeder am Tisch seine Daten hinterlassen muss, sondern dass einer pro Gruppe genügt. Das ist aufgenommen worden in die Landesverordnung. Dafür danken wir sehr herzlich und an die Kundschaft natürlich. Die Aufforderung geht hin. Der Bund und das Land sind gerade dabei, euer Portemonnaie zu entlasten. Stichwort Mehrwertsteuersenkung, Stichwort Kinderbonus. Und dann bleibt vielleicht ein bisschen mehr hängen im Portemonnaie. Und dann kann man sich vielleicht auch den Besuch in der Gastronomie oder bei der Kultur, wo das schon wieder möglich ist, eher leisten. Und das hilft dann diesen Branchen. Insofern auch da wieder alle gemeinsam. Kundschaft, Branchen und wir als Stadt, da wo wir helfen können, gemeinsam.
Und so kriegen wir das hin und kommen weiter gut durch diese schwierigen Zeiten. In diesem Sinne soll es das für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein angenehmes, erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns nächste Woche am Freitag an dieser Stelle wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.